den Schüler los. Ich heb alles auf. Hier sind $1 und 10 Cent. Ich werde ihm alles zurückgeben. Grünes Licht. Rotes Licht. Carol, was machst du da? Oh, Mädels, ihr seid so süß. Seht euch diese Wangen an. Gib her. Sieh dich doch mal an, du zorniges Baby. Guten Morgen. Es ist Zeit aufzustehen. Mein Lieblings-Make-up. Leckeres Frühstück. Aber Carol schläft noch. Wow. Carol schläft in der Klasse? Damit sie pünktlich ist. Okay, ich bin wach. Wir können loslegen. Okay. Wow, ich mag den Kerl. Ich weiß. Ich werde meine Nummer aufschreiben. Er wird mich anrufen. Hey! Ups, dumm gelaufen. Meine große Liebe. Du bist so schön wie ein Regenbogen. Was? Magst du keine Einhörner? Hey, Kumpel. Oh, Carol. Ich mag dich. Du versperrst meinen Spind. Verzieh dich. Pizzalieferung. Danke. Das ist für dich. Behalt den Rest. Wow. Du hast meine Pizza. Danke für das Geld. Hey, was ist mit dem Geld? Hier, behalt den Rest. Meine XXL-Pizza. Wow. Wo ist mein Essen? Die war so gut. Danke. Meine schwarze Lieblingspizza. Amanda, ich teile mit dir. Hey, Lindsay. Komm her. Wir können uns eine Pizza teilen. Musikunterricht. Nehmt eure Instrumente. Mädels, seid ihr soweit? Oh, heiliger Mozart, das ist eine schöne Harmonie. Das ist für dich. Und das ist für dich. Oh nein, es klingt schrecklich. Es ist Zeit für mein Solo. Oh, meine Ohren halten das nicht aus. Nimm diese Ohrenschützer. Lindsay, du hast alles kaputt gemacht. Carol ist so süß, wenn sie schläft. Pink wird dir gut stehen. Nur rosa. Das wird euch noch leid tun. Dieser neue Style wird euch gut stehen. Wir haben Kunstunterricht. Ihr könnt euch jede Technik und jedes Thema aussuchen. Aber ich schlage vor, ein Porträt von mir zu machen. Aha, okay. Mhm.
Hi, Mr. Blott. Ich bin fertig. Wie finden Sie das Porträt? Nicht gut? Ich finde, es sieht Ihnen sehr ähnlich. Hey! Okay, ich bin fertig. Wie finden Sie es? Viel zu abstrakt. Aber es ist okay. Danke. Schauen Sie sich mein Porträt an. Eine Krone steht Ihnen super. Das ist das beste Porträt. Es ist unglaublich. Ich sehe super aus. Schön, dich kennenzulernen, König. Was? Ups. Machen Sie erstmal eine Pause. Hi. Oh, ich glaube, wir haben unsere Masken vertauscht. Kommentiert unten, wer welche Maske tragen sollte. Danke. Alles Gute zum Geburtstag, Amanda. Oh. Auf dich. Wo sind meine Geschenke? Das ist für dich. Mal sehen, was da drin ist. Nichts. Huh? Das dachte ich mir. Das war nur ein Streich. Hier ist dein richtiges Geschenk. Wow. Ein iPhone. Danke. Carol, welches Geschenk hast du für mich? Hier. Keine Umarmungen. Was ist das? Ah, eine Kakerlake. Warum erschreckst du unser Geburtstagskind? Seht mal, was ich hab. Eine Couch für eine Kakerlake. Du bleibst hier. Es ist schön gemütlich. Meine Kakerlake. Los, wir spielen mit dir. Seht euch diese süßen Fühle an. Das ist unser Kochkurs. Und heute müsst ihr eine leckere und schöne Torte backen. An die Arbeit. Das ist gar nicht so einfach. Wow, unsere Torte ist genial geworden. Gib mir 5. Was für eine schöne Torte. Ich kann es kaum erwarten, sie zu ruinieren. Mädels, seht mal. Ich habe eure Torte verschönert. Was? Wer will schon ein Auge? Es ist doch nur eine Süßigkeit. Ihr seid so empfindlich. Hier ist deine Note, Carol. Du hast wieder versagt. Na und? Bravo, Amanda. Oh ja, ein 1+. Was? Lindsay? Glückwunsch, Lindsay. Du hast einen wissenschaftlichen Durchbruch geschafft. Das ist der beste Laborbericht seit Einstein. Du bist immer noch ein Loser. Lasst uns mit dem Anatomieunterricht beginnen. Heute werden wir über Fischskelette sprechen. Seht genau hin. Das Skelett ist zum Leben erwacht. Ein Piranha-Geist. Sie sind so naiv. Jetzt kann ich in Ruhe lesen. Das ist wirklich ein Piranha-Geist. Hilfe! Carrot spinnt, sieht er aus wie ein Müllcontainer. Oh, dieses Buch brauche ich. Oh, ein Engel. Süße Büchereiengel. Macht ihr alles sauber? Danke. Was ist da drin? Hey, mach die Tür zu. Oh, Mann. Krümel auf dem Bett sind Folter für empfindliche Haut. Haha. Da sind Krümel auf meinem Bett. Oh nein. Ich nehme Anlauf, um ins Bett zu springen. Warte. Ich beeil mich. Ich bin fast fertig. Dein Bett ist sauber.
Mein weiches Bett. Schlaf gut, Amanda.